Anbeginn der Menschheit. Jetzt haben wir die Chance, sie zu beantworten. In unserer Galaxis gibt es 50 Milliarden sonnenähnliche Sterne. Und um jeden fünften davon könnte eine zweite Erde kreisen. Bei einer 20-prozentigen Chance auf den Hauptgewinn würde doch jeder Lotto spielen. Da draußen muss eine Welt existieren, in der Leben möglich ist. Kein Zweifel. Eine zweite Erde. Ein bewohnter Planet. Die größte Entdeckung aller Zeiten rückt in greifbare Nähe. Vor 20 Jahren kannte die Astronomie nur einen Stern, der nachweislich von Planeten umkreist wurde, die Sonne. Wir wussten nicht, ob auch andere Sterne in unserer Galaxis Planeten haben. Das ließ sich ja tausende lang nicht feststellen. Vielleicht war die Sonne ja eine Ausnahme und wir hatten einfach Glück. Aber dann entdeckten Astronomen im Jahr 1995 einen riesigen Gasplaneten. 51 Pegasi b hatte große Ähnlichkeit mit Jupiter, war allerdings 50 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er war der erste Planet, der in der Umlaufbahn eines anderen Sterns entdeckt wurde, ein sogenannter Exoplanet. Nach diesem Durchbruch machten sich die Forscher auf die Suche nach weiteren Exemplaren. Wir leben in aufregenden Zeiten. Dies ist die goldene Ära der Exoplanetenforschung. Wir finden jedes Jahr Hunderte. Viele Sterne in der Milchstraße scheinen Planeten zu haben, oft sogar mehrere. Die meisten Exoplaneten sind seit dem Jahr 2009 entdeckt worden. Dank eines 600 Millionen Dollar Weltraumteleskops namens Kepler. Kepler hat uns im Prinzip gezeigt, dass die Erde weder einzigartig noch selten ist. Kepler sucht nach Sternen, die regelmäßig dunkler erscheinen. Ein untrügliches Zeichen, dass gerade ein Planet vor ihnen vorbeizieht. Das Kepler-Weltraumteleskop ist eine Sternwarte im All, die einen bestimmten Bereich am Himmel fixiert. Es hat 150.000 Sterne im Blick und sucht nach Anzeichen für Planeten, die diese Sterne umkreisen. Jedes Mal, wenn der Planet vor dem Stern vorbeizieht, schirmt er einen Teil seines Lichts ab. Die Lichtmenge, die der Stern abgibt, nimmt also erst ab und dann wieder zu. Kepler kann zwar Planeten aufspüren, aber nicht erkennen, ob sie lebensfreundliche Gesteinsplaneten sind wie die Erde oder ob es sich um lebensfeindliche Gasriesen wie Jupiter handelt. Um das herauszufinden, nutzen Astronomen die leistungsstärksten Teleskope der Erde. Uhr in Berkeley, Kalifornien. Arbeitsbeginn für Geoff Marcy. Heute Nacht richtet er aus der Ferne das Keck-Teleskop auf Hawaiis höchstem Berg aus. Es soll hunderte neuer Exoplaneten beobachten, die das Kepler-Teleskop entdeckt hat. Carolyn ist da unten im Bild. Sie ist im Keck-Kontrollraum. 700 Meter hoch auf dem Mauna Kea-Vulkan. Wir geben ihr die Koordinaten der Sterne und sie richtet das Keck-Teleskop dann danach aus. Jetzt sollte es mittig sein. Ja, das sieht super aus. Okay, kommen wir zu unserem ersten Stern heute Nacht. Keck misst die Gravitation entfernter Planeten auf ihre jeweiligen Muttersterne. Daraus leitet Marcy Masse und Zusammensetzung der Planeten ab und ihre Entfernung zum Mutterstern. Was für uns besonders interessant ist, sind das erdähnliche Planeten mit fester Oberfläche, auf der es Wasser geben und eine intelligente Spezies leben könnte. Oder sind das Gasriesen, auf denen, soweit wir wissen, kein Leben existieren kann? Stößt er auf einen Gesteinsplaneten, berechnet Marcy, wie weit dessen Umlaufbahn von seiner Sonne entfernt ist.
liegt er in der sogenannten habitablen Zone, in der es weder zu heiß noch zu kalt ist? Wir suchen nach Planeten, auf denen die richtige Temperatur für Wasservorkommen herrscht. Zu nah am Stern verdampft alles, weil es zu heiß ist. Zu weit entfernt gefriert es. Nur in der habitablen Zone gibt es flüssiges Wasser und damit vielleicht Leben. In nur wenigen Jahren haben die Teleskope Kepler und Keck Astronomen ermöglicht, was vorher undenkbar war. Anhand eines winzigen Himmelsausschnitts haben sie berechnet, wie viele habitable Planeten es in der gesamten Galaxis geben könnte. Marcy und sein Student Eric Pettigura kennen die verblüffende Zahl. Well, good morning. We're here to welcome you to the Kepler News Briefing. First, we have Eric Pettigura. Today, I'm happy to report that 22% of Sun-like stars harbor a planet in the habitable zone. That is a planet that's between 1 and 2 times the size of the Earth and is bathed in a similar amount of stellar intensity. Eine sensationelle Bekanntmachung. 22%, also einer von 5 Sternen, das ergibt über 10 Milliarden potenziell habitable Welten in der Milchstraße. Würde man für jede dieser Welten einen Geldschein auf einen Stapel legen, er würde sich über 1000 Kilometer auftürmen. Jeder fünfte, das sind Milliarden Planeten allein in der Milchstraße. Eine bahnbrechende Entdeckung für die Suche nach Leben im All. Ein Meilenstein. Und der nächste wäre natürlich, dass auf einer dieser fernen Erden auch Leben existiert. Darauf konzentrieren wir uns jetzt. Ein vielversprechender Kandidat für Leben ist Kepler-62. Ein Sternsystem mit 5 Planeten. Darunter sind 2 sogenannte Supererden. Gesteinsplaneten wie unsere Erde, aber größer als sie. Und beide liegen innerhalb der habitablen Zone ihres Muttersterns. Eine hat einen um 40% größeren Radius als die Erde, die andere einen um 60% größeren Radius. Und sie liegen in der habitablen Zone. Die Chancen stehen also sehr gut, dass es dort Oberflächenwasser gibt. Exoplanet 62f liegt im kühleren Randbereich der habitablen Zone. Sollte es dort Wasser geben, wäre das meiste davon gefroren. Aber falls der Planet eine Atmosphäre hat, könnte der Treibhauseffekt etwas von dem Eis schmelzen. Dann könnten Gewässer entstehen, in denen einfache Lebensformen existieren. Der große Schwesterplanet 62e wäre abends am Himmel zu sehen. Er liegt mittiger in der habitablen Zone, deshalb stehen die Chancen für Leben noch besser. Astronomen malen sich hier ein Paradies mit perfekten Bedingungen aus. Warme Gewässer, die sich um lange, sonnenverwöhnte Inselketten schmiegen. Auf der Erde gedeiht eine enorme Vielfalt an Leben in solchen Umgebungen. Kepler 62 fasziniert die Wissenschaft, weil es unserem eigenen Sonnensystem bisher am nächsten kommt. Aber braucht außerirdisches Leben einen sonnenähnlichen Stern, um zu bestehen? Braucht es überhaupt einen Planeten? Astronomen zufolge könnten allein in der Milchstraße mehr als 10 Milliarden Exoplaneten um sonnenähnliche Sterne kreisen. Aber nur rund ein Fünftel der Sterne in unserer Galaxis ist ähnlich groß und hell wie unsere Sonne. Könnte es rund um andere Sterntypen sogar noch mehr erdähnliche Planeten geben? Das ist die tatsächliche Kurve. John Johnson sucht nach Exoplaneten rund um kleine, lichtschwache Sterne, sogenannte rote Zwerge. Sie stellen die Mehrheit aller Sterne in der Galaxis. Das hier ist eine wenige Stunden alte Aufnahme unserer Sonne. Hier drüben sehen wir die künstlerische Darstellung eines roten Zwergs.
Von der Erde aus sind die lichtschwachen roten Zwerge mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Wären sie es, sähe der Nachthimmel so aus. Es gibt dreimal so viele rote Zwerge wie andere Sterne. Und sie werden von zahlreichen erdgroßen Planeten umkreist. Jeder rote Zwerg hat im Durchschnitt anderthalb Planeten. Das bedeutet, dass in der Milchstraße schätzungsweise rund 200 Milliarden erdgroße Planeten um rote Zwerge kreisen. Aber die Umlaufbahnen dieser erdähnlichen Planeten unterscheiden sich grundlegend von der Erdbahn. Das ist, als würde man die Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem schrumpfen und ihre Umlaufzeit auf unter 30 Tage verkürzen. Sie sind also sehr nah an ihren Sternen. Damit Leben auf so einem Planeten gedeihen kann, muss er näher an seinem Stern sein. Denn rote Zwerge strahlen sehr viel weniger Energie ab als unsere Sonne. Deshalb ist die habitable Zone um sie herum kleiner. Die Oberfläche eines Planeten im Orbit eines roten Zwergs wäre in mattrotes Licht getaucht. Und beim Blick nach oben sehe man verwandte Gesteinsplaneten am Himmel. Einige würden achtmal so groß erscheinen wie unser Mond und regelrecht am Firmament entlang rasen. Von Horizont zu Horizont in unter einer Stunde. Es könnte zig Milliarden Exoplaneten wie diesen in der Milchstraße geben. Das bedeutet, für jeden erdähnlichen Planeten, der im gelben Schein einer Sonne erstrahlt, gibt es zwei weitere, die in das purpurne Leuchten eines roten Zwergs getaucht sind. Rote Zwerge kann man leicht übersehen. Aber möglicherweise kreisen die meisten lebensfreundlichen Planeten in der Galaxis um diese Winzlinge. Vor gut 20 Jahren wussten wir von nur einem habitablen Planeten. Heute könnte diese Zahl weit über 30 Milliarden liegen. Das entspräche mindestens 4 Planeten pro Erdenbewohner. Aber selbst diese enorme Zahl umfasst längst nicht alle Möglichkeiten für Leben im All. Vielleicht leben die hochentwickelten Lebensformen im Universum ja gar nicht auf Planeten, sondern Monden. Bei der Suche nach Exoplaneten stießen verwunderte Astronomen zuerst auf Jupiter-ähnliche Gasriesen, die ihre Sonne innerhalb der habitablen Zone umkreisten. Hatten sie womöglich Exomonde? Die meisten Planeten, die wir entdecken, sind etwa so groß wie Jupiter. Allerdings sind viele von ihnen auf einer ähnlichen Umlaufbahn wie die Erde um die Sonne. Selbst wenn der Planet kein Leben ermöglicht, könnte er also einen Mond mit Atmosphäre haben, auf dem Leben möglich ist. Und die größten dieser Monde könnten unserem Heimatplaneten ähneln. Vielleicht gibt es Abermilliarden von Exomonden da draußen. Eismonde mit Oberflächenwasser, Vulkanmonde, die ihr Inneres in den Orbit spucken und vielleicht sogar Paradiese voller Leben. David Kipping sucht nach Exomonden, indem er nach doppelten Verdunklungen bei Sternen Ausschau hält. Das funktioniert ähnlich wie die Suche nach Planeten. Wir nehmen sie wahr, wenn sie vor ihrem Mutterstern vorbeiziehen. Hat der Planet einen Mond, wird das Licht erst wegen des Planeten dunkler und dann nochmal durch den vorbeiziehenden Mond. Sollten sie tatsächlich existieren, könnte sich auf lebensfreundlichen Exomonden ein spektakulärer Anblick bieten. Man stelle sich eine warme Gesteinswelt wie die Erde vor. Mit Ozeanen, Bergen und Wetter. Nur, dass am Himmel ein riesiger Ringplanet zu sehen ist. Und ein flammender Geschwistermond,
der heißes Magma ins All schießt. Exomonde sind der Stoff, aus dem Science Fiction gemacht ist. Die meisten Sci-Fi-Filme spielen inzwischen auf Monden statt auf Planeten. Das ist total angesagt. Das macht auf dem Cover ganz schön was her, wenn ein Ringplanet am Himmel über der außerirdischen Stadt prangt. Und womöglich ist diese Vorstellung nicht mehr lange nur Science Fiction. Falls es da draußen erdähnliche Monde gibt, sollten wir sie in den nächsten ein, zwei Jahren finden können. Bei Milliarden bewohnbarer Planeten und Monde im All scheint außerirdisches Leben alles andere als undenkbar. Und Wissenschaftler sind womöglich auf einen genialen Weg gestoßen, um es zu finden. Mit modernster Technologie haben Astronomen unsere Sicht auf die Milchstraße revolutioniert. Die Erde ist nicht allein. Sie ist nur einer von zig Milliarden potenziell lebensfreundlichen Planeten und Monden, die um Sterne in der Galaxis kreisen. Aber wenn es da draußen Leben gibt, wie finden wir es in so unvorstellbar weiter Ferne? Die Frage ist, warum hüpfen wir nicht einfach in eine Rakete und sehen uns diese Planeten aus der Nähe an? Ganz einfach, weil sie zu weit weg sind. Selbst der nächstgelegene potenziell habitable Planet, den das Kepler-Teleskop ausmachen konnte, Wolf 1061c, liegt völlig außerhalb unserer Reichweite. Voyager 1, eine der schnellsten Raumsonden, bräuchte über 200.000 Jahre, um ihn zu erreichen. Mit Raumfahrzeugen lässt sich also kein Leben im All aufspüren. Wer Außerirdische finden will, braucht ein Hilfsmittel, das sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt. Also setzen Wissenschaftler auf Sternenlicht. Vor Hunderten von Jahren erkannten Astronomen, dass wir das Licht von Sternen zerlegen und so ihre Materialeigenschaften erforschen können. So sieht das aufgespaltene Licht der Sonne aus. Die auffälligen schwarzen Bereiche, sogenannte Absorptionslinien, ergeben ein einzigartiges Muster. Es verrät Wissenschaftlern, welche chemischen Bestandteile die Atmosphäre der Sonne prägen. So wie sich Fingerabdrücke von Person zu Person unterscheiden, verraten uns diese chemischen Fingerabdrücke, die dunklen Absorptionslinien, eine Menge über die Zusammensetzung des Objekts. Und wie die Atmosphäre eines Sterns, hat auch die eines Planeten einen Fingerabdruck. Bestimmte chemische Fingerabdrücke können nur durch Leben entstehen. Diese sogenannten Biosignaturen sind wie der heilige Gral bei der Suche nach Exoplaneten. Der wichtigste Biomarker ist Sauerstoff. Unsere Atemluft wurde von mikroskopisch kleinen Einzellern erzeugt, die über Milliarden Jahre der Erdgeschichte hinweg Kleinstmengen von Sauerstoff abgegeben haben, bis das jetzige Sauerstofflevel erreicht war. Ein klares Anzeichen für Leben auf fremden Planeten ist also Sauerstoff. Denn Sauerstoff in der Atmosphäre kann nur durch Leben entstehen. Das Licht eines weit entfernten Sterns einzufangen und aufzuspalten, ist relativ einfach. Bei den kleinen, lichtschwachen Exoplaneten gestaltet sich das Ganze sehr viel schwieriger. Der Stern ist gleißend hell und der Planet eher dunkel. Das ist wie ein Glühwürmchen auf einem Scheinwerfer, schwer zu sehen. Wir müssen also einen Weg finden, den Stern abzudunkeln und sein Licht abzuschirmen, damit wir das schwache Licht des Planeten sehen können. Zu diesem Zweck arbeiten Wissenschaftler und Ingenieure an einem kühnen Projekt, dem Starshade. Dabei soll sich ein riesiger Schirm vor einem Weltraumteleskop entfalten, auf rund 50.000 Kilometer Abstand gehen und Sterne verdecken.
Geht der Plan auf, werden Astronomen erstmals in der Lage sein, erdgroße Exoplaneten direkt zu beobachten. Das Prinzip ähnelt einer Sonnenfinsternis, setzt aber auf einen besonderen Trick. Eine runde Sonnenblende zu nutzen, um das Licht vom Stern dahinter abzuschirmen, klingt zwar nach einer tollen Idee, aber das Problem ist, dass sich das Licht um die Ränder beugt und trotzdem in die Mitte vordringt. Somit wäre der ganze Plan für die Katz. Darum ist die Blende wie eine Blume geformt. So kann sich das Licht nicht um die Ränder beugen. Die kleinen blütenförmigen Erweiterungen an der Blende halten das Licht von der Mitte fern und machen sie so dunkler. Dadurch wird der blasse Planet daneben sichtbar. Dafür muss das Projekt Starshade aber erstmal in die Tat umgesetzt werden. Nachdem es jahrelang auf Eis lag, hofft nun ein neues Team mit Hilfe des Weltraumschirms, das erste Foto eines erdähnlichen Exoplaneten zu schießen. Heute testen NASA-Ingenieure den Mechanismus, der die blütenblattförmigen Blenden ausklappen soll, wenn der Starshade ins All fliegt. Dieses Gestell wird so groß wie ein Haus. Jeder dieser 60 Fixpunkte muss auf den tausendstel Millimeter genau platziert werden. Das ist unser dritter Versuch und wir ändern jedes Mal die Vorgehensweise, weil immer wieder unvorhergesehene Dinge passieren. Vermutlich auch heute. Die Ingenieure beobachten, wie sich die filigrane Struktur entfaltet, bereit, den Test jederzeit abzubrechen. Moment, wartet. Ein verhaktes Band und die Blenden sind falsch ausgerichtet. Gutes Auge. Noch 5 cm und es wäre gerissen. Okay, weiter. Als alle Streben und Gelenke exakt in der richtigen Position sind, hat das Team Gewissheit. Der Test ist ein voller Erfolg. Alles bestens, oder? Gute Arbeit, Leute. Super. Wenn alles glatt läuft, wird der Starshade innerhalb der nächsten 10 Jahre einsatzbereit. Dann könnte er uns einen ersten Blick auf ETs Heimatplaneten bescheren. Wenn dieses erste Bild, dieser kleine Punkt, auf den Titelseiten aller Zeitungen erscheint, das wird wie die Mondlandung. Alle werden staunen. Ein anderes Sonnensystem zu entdecken, in dem möglicherweise enge Verwandte leben, mit denen wir eines Tages kommunizieren könnten, das wäre eine der größten Entwicklungen in der Geschichte der Menschheit. Wenn das die Mühe nicht wert ist, was dann? Womöglich gibt es also in wenigen Jahren einen Schnappschuss von einem Exoplaneten, auf dem Leben existiert. Aber wie wird dieses außerirdische Leben aussehen? Inzwischen wissen wir, dass die Milchstraße voller Planeten und Monde ist, die der Erde ähneln könnten. Mit felsigen Küsten und warmen Ozeanen. Aber gibt es auf diesen weit entfernten Welten auch Leben? Planeten findet man quasi an jeder Ecke. Es gibt aber Milliarden davon. Also muss da draußen eine Umgebung existieren, die Leben ermöglicht. Kein Zweifel. Welche Formen könnte dieses außerirdische Leben angenommen haben? Wertvolle Hinweise liefert die Ursprungsgeschichte der Menschheit. Vor 4,5 Milliarden Jahren entsteht die Erde. Über hunderte Millionen Jahre schlagen immer wieder riesige Asteroide in sie ein und wirbeln ein Meer aus flüssigem Gestein auf, reich an chemischen Bestandteilen. Schließlich endet das Bombardement und die Erde kühlt so weit ab, dass das Gestein fest werden kann. Dann geschieht etwas Bemerkenswertes. Auf der Erde scheint Leben entstanden zu sein, sobald die Voraussetzungen gestimmt haben. Das Leben entstand fast sofort, nachdem sich die Erde verfestigt hatte. Das ist die Zauberformel. Wenn Temperatur und Chemie stimmen, entwickelt sich das Leben praktisch von selbst. Ist die Entstehung von Leben ein kosmischer Selbstläufer?
Für die meisten Wissenschaftler steht jedenfalls fest, dass es sich nur bildet, wenn die richtigen Zutaten in der Ursuppe vorhanden sind. Alles Leben auf unserem Planeten, am Himmel, an Land oder tief unter der Erde, beruht auf demselben Bauplan. Langen Strängen von DNA, die aus chemischen Elementen wie Kohlenstoff, Wasserstoff und Phosphor bestehen. Bei ihren Himmelsbeobachtungen haben Wissenschaftler diese Grundbestandteile für Leben überall entdeckt. Auf Asteroiden, in Gaswolken und auf Sternen. Das meiste im Universum besteht aus den gleichen Bausteinen. Das Zeug, aus dem Planeten sind und das für Leben auf der Erde gesorgt hat, gibt es wahrscheinlich auch irgendwo da draußen. Unsere Galaxis rollt dem Leben also praktisch den roten Teppich aus. Aber es braucht noch eine entscheidende Zutat, um aus Chemie Biochemie werden zu lassen. Alles Leben auf der Erde braucht flüssiges Wasser, um zu wachsen und sich fortzupflanzen. Das ist der gemeinsame Nenner. Was nicht im Wasser lebt, besteht daraus. Leben und Wasser gehören zusammen. Ohne Wasser würde uns das Medium fehlen, das die Biochemie des Lebens erst möglich macht. Es hat die faszinierende Fähigkeit, Moleküle zu lösen. Und das Wasser trägt auch dazu bei, die Moleküle neu zu arrangieren, sodass neue, komplexe Strukturen entstehen, wie zum Beispiel Aminosäuren, Proteine und schließlich DNS. Wasser lässt Leben selbst an den extremsten Orten der Erde gedeihen. Zum Beispiel im Mono Lake in Kalifornien. Das Wasser hier ist dreimal salziger als Meerwasser und so alkalisch, dass es sich durch Kleidung ätzt. Eine absolut unwirtliche Umgebung. Und trotzdem gedeihen hier Bakterien und sogar mehrzelliges Leben. Astrobiologen studieren extreme Habitate wie dieses, um die Voraussetzungen für Leben zu erforschen. Indem wir uns solche Orte ansehen, können wir die Grenzen des Lebens erfassen, was Temperatur, Salzgehalt oder pH-Wert angeht. Diese Werte liefern uns Anhaltspunkte für die Suche nach Leben in anderen Welten. Wenn weit entfernte Exoplaneten flüssiges Wasser haben, könnte es auf ihnen auch Leben geben. Aber wie sähe das aus? Mit den Aliens ist das so eine Sache. Wir können nicht genau vorhersagen, wie sie aussehen. Aber anhand der Gegebenheiten in den fremden Welten können Forscher zumindest eine fundierte Einschätzung vornehmen. Auf Planeten, die um rote Zwerge kreisen, könnten Pflanzen purpurfarben statt grün sein. Um so viel Energie wie möglich aus dem schwachen roten Licht zu ziehen. Die Science Fiction malt sich zwar allerhand monströse Gestalten aus, tatsächlich aber könnten wir alle gleich aussehen. Ich glaube, die Science Fiction liegt daneben. Und die Lebewesen in anderen Welten sehen so ähnlich aus wie auf der Erde. Fische werden in jedem Ozean der Galaxis aussehen wie Fische. Denn das ist nun mal die effizienteste Form, um zu schwimmen. Auf der Erde begünstigt die Evolution bestimmte Formen in bestimmten Umgebungen. Deshalb sehen sich Delfine und Haie ähnlich. Obwohl das eine ein Säugetier ist und das andere ein Fisch. Auch Kreaturen in außerirdischen Ozeanen werden vermutlich dieselbe Stromlinienform haben wie sie. Ihre Biochemie wird anders sein, aber sie werden aussehen wie die uns vertrauten Lebewesen. Denn ihr Äußeres wird durch das Zusammenspiel von Physik und Biologie geformt. Und das ist in allen Welten dasselbe. Vögel werden aussehen wie Vögel und Fische wie Fische. Sie unterscheiden sich aber in ihrem Inneren. Exoplaneten sind so weit entfernt, dass es Hunderte oder sogar Tausende von Jahren dauern könnte, bis wir je außerirdische Lebewesen zu Gesicht bekommen. Aber womöglich hören wir schon sehr viel eher von ihnen.
Im Norden Kaliforniens überwachen 42 Antennen den Himmel in der Hoffnung, ETs Telefonat nach Hause abzufangen. Seth Shostak ist leitender Astronom bei der Search for Extraterrestrial Intelligence, kurz SETI. Er ist überzeugt, dass außerirdische Zivilisationen Radiowellen ins All senden könnten. Und das Allen Telescope Array sucht nach solchen Wellen. Bei der Suche nach intelligentem Leben im All gibt es verschiedene Ansätze. Man könnte vor Ort nachsehen, aber da die Aliens wohl Lichtjahre entfernt sind, geben das unsere Raketen nicht her. Man könnte auch warten, bis sie hier landen. Viele Leute glauben, sie seien schon da, ich nicht. Unser Ansatz ist es, Radio- und Lichtsignale aufzuzeichnen, die es uns ermöglichen, sie in ihrer Heimat aufzuspüren. Radiowellen. Eine niederfrequente Form von elektromagnetischen Wellen sind das perfekte Kommunikationsmittel für einen interstellaren Plausch. Sie lassen sich leicht erzeugen und sind sehr stark. Radiowellen können Wolkenberge durchdringen, die Licht blockieren würden. Sie können große Mengen verschlüsselter Informationen transportieren und vor allem bewegen sie sich mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist die perfekte Art, mit Aliens zu sprechen. Selbst als fortschrittliche Zivilisation mit hochentwickelter Kommunikation wie Neutrino- oder Tachyon-Hyperwellen wüssten sie, dass es technologisch weniger fortschrittliche Zivilisationen gibt. Sie würden also Dinge nutzen, die diese Zivilisationen verstehen, zum Beispiel Radiowellen. Die wohl kostengünstigste Art, nach außerirdischem Leben zu suchen, ist also einfach die Ohren offen zu halten. Und genau das machen wir bei SETI seit rund 50 Jahren. Bisher hat SETI noch keinen Mucks gehört. Astronomen wie Shostak sind zwar nach wie vor optimistisch, dass sich die lange Suche auszahlen wird, aber die Zeit läuft gegen sie. In etwa 50 Jahren wird SETI den gesamten Nachthimmel abgesucht haben. Sollte die Funkstille bis dahin anhalten, müssen sich die Wissenschaftler etwas Neues einfallen lassen. Wenn es Sinn macht, das All nach ET abzuhorchen, werden wir bis Mitte des Jahrhunderts etwas hören. Ansonsten müssen wir annehmen, dass es entweder keine Aliens gibt, sie keine Radiowellen nutzen oder wir einfach den falschen Ansatz gewählt haben. Aber falls es funktioniert, dann bald. Radiowellen sind nicht die einzige Möglichkeit, nach intelligentem Leben zu suchen. In planetenreichen Sonnensystemen könnten fortschrittliche Spezies mehr als einen Planeten bewohnen und möglicherweise mit Hilfe von Laserstrahlen miteinander kommunizieren. Geoff Marcy hält es für möglich, solche Lasersignale mit Hilfe riesiger optischer Teleskope wie Keck einzufangen. Dieser Stern wird von zwei Planeten umkreist, die gerade in einer Linie mit der Erde stehen. Sollten die Kolonien auf den Planeten also per Radiowellen oder Laser miteinander kommunizieren, können wir ihr Gespräch hoffentlich mithören. An diesem Tag werden keine Lasersignale registriert. Aber wer weiß, was der nächste Tag bringt. Und was, wenn uns die Außerirdischen eines Tages wirklich anfunken? Sollen wir ihnen antworten? Berichten wir ihnen von unseren Kulturen und Traditionen? Von unserer Wissenschaft? Und in welcher Sprache überhaupt? Wir würden eine Menge Informationen senden wollen, denn die Übertragung würde vermutlich sehr lange dauern. Wenn sie 100 Lichtjahre weit entfernt sind, dauert es 100 Jahre, bis das Signal sie erreicht und weitere 100, bis die Antwort hier ist. Also sendet man am besten alles. Ich würde Ihnen einfach das Internet schicken. Den Rest finden Sie dann schon raus. Derzeit kommunizieren keine Außerirdischen mit uns. Zumindest nicht auf unserer Frequenz. Vielleicht achten wir auch einfach auf die falschen Dinge. Und es gibt noch eine Möglichkeit. Außer uns ist niemand hier.
Wir sind allein im Universum. Große Hoffnung, der Versuch, Außerirdische per Lauschangriff aufzuspüren, ist bisher gescheitert. Nach 50 Jahren Suche mit modernster Ausrüstung haben wir nicht ein fremdes Signal empfangen. Wir haben alles versucht, um mit dem Radioteleskop Gespräche zwischen außerirdischen Zivilisationen abzuhören, aber bis jetzt herrscht Funkstille. Bisher deutet nichts da draußen auf eine technisch hochentwickelte Zivilisation oder auch nur primitives Leben hin. Kaum zu glauben. Milliarden Planeten, auf denen Leben möglich wäre, und die Erde erreicht kein einziges Zeichen von Intelligenz aus all den zahllosen Welten. Könnte es sein, dass Leben zwar überall entsteht, aber wir es schlichtweg übersehen? Intelligenz hinterlässt zwangsläufig Spuren im Universum. Wir müssten die Straßen und Wolkenkratzer intelligenter Zivilisationen sehen, ihre Infrastruktur und ihre Abgase. Warum finden wir nichts dergleichen? Wo sind sie? Warum landen sie nicht einfach vor dem Weißen Haus und verkünden ihre Existenz? Ein Teil unseres Verstands sagt uns, natürlich muss es in der Galaxis noch andere Lebensformen geben, auch intelligente, hochentwickelte. Der andere Teil sagt, also bitte, ich sehe nichts da draußen. Das bringt uns in einen heftigen Konflikt. Dieser Konflikt, das sogenannte Fermi-Paradoxon, hat jede Menge Verwirrung gestiftet und eine Handvoll Lösungsansätze hervorgebracht. Einige Wissenschaftler geben zu bedenken, dass der Sprung von der simplen Lebensform zur intelligenten, technologischen Zivilisation äußerst komplex und selten ist. Sind wir Menschen womöglich eine Laune der Natur? Ein Glückstreffer in der biologischen Lotterie? Während die meisten habitablen Planeten ohne intelligente Spezies vor sich hindümpeln? Eine Reihe kosmischer Zufälle hat die Evolution auf der Erde geprägt. Es ist unwahrscheinlich, dass sie sich irgendwo in exakt derselben Abfolge wiederholen. Man nehme nur mal das Wasser. Schon ein Bruchteil mehr davon hätte die Entwicklung des Menschen unmöglich gemacht. Die Erde besteht zu nicht einmal einem Zehntel Prozent aus Wasser. Das ist ein winziger Tropfen im Vergleich zur gesamten Masse des festen Erdkörpers. Es ist also gut vorstellbar, dass es auf anderen erdähnlichen Planeten zwei oder drei Tropfen Wasser gibt. Damit wären die Ozeane so tief, dass sie ganze Kontinente und Bergketten bedecken. Es gäbe kein Festland, auf dem man Konzertflügel, große Kunst, Literatur und natürlich Computer und Raumschiffe erfinden könnte. Und selbst die richtige Menge Wasser ist kein Garant für die Entstehung von intelligentem Leben. In über 4 Milliarden Jahren Erdgeschichte kam es nur einmal dazu. Spezies entwickeln sich weiter, werden dabei aber nicht unbedingt intelligenter. Das beste Beispiel dafür sind die Dinosaurier. Sie überlebten, weil sie schnell waren, scharfe Zähne und feste Panzer hatten. 200 Millionen Jahre lang beherrschten sie die Erde, entwickelten aber nie irgendeine Form von Technologie. Dass große Dinosaurier mit kleinen Hirnen nicht bis heute die Erde beherrschen, verdanken wir einem weiteren kosmischen Zufall vor 65 Millionen Jahren.
Auch wenn es auf vielen Exoplaneten Leben gäbe, könnte Intelligenz die Ausnahme sein. Vielleicht sind wir wirklich etwas Besonderes. Und selbst wenn sich andernorts im Universum Zivilisationen gebildet haben, könnten sie ihre besten Zeiten bereits erlebt haben und dann ausgestorben sein. Lange, bevor wir die Technologie hatten, um sie zu finden. Intelligenz ist eben ein zweischneidiges Schwert. Wenn Zivilisationen kommen und gehen und nur wenige hunderttausend Jahre überdauern, verringert das unsere Chance, sie zu finden. Eines ist sicher. Die Suche nach erdähnlichen Exoplaneten und fremden Lebewesen rückt die Erde in ein neues Licht. Inzwischen wissen wir, dass unser Heimatplanet nur einer von Milliarden Punkten am Himmel ist, auf denen Leben existieren könnte. Vor 20 Jahren war der Gedanke an erdähnliche Planeten, die um ferne Sonnen kreisen, reine Spekulation. Jetzt können wir ihn mit konkreten Daten untermauern. Das ist wahnsinnig aufregend. Astronomen entdecken immer neue Orte, an denen Leben gedeihen könnte. In Sternsystemen wie unserem, auf Planeten im Orbit von Zwergsternen, sogar auf Monden, die um Gasriesen kreisen. Derzeit steigt nicht nur die Zahl entdeckter Planeten rasend schnell, wir finden sie zudem in den unterschiedlichsten Umgebungen. Das stellt uns vor grundlegende Fragen über das Leben hier auf der Erde und dort draußen in den Weiten des Weltalls. Ich denke, Leben ist weit verbreitet, denn es gibt mehr als 100 Milliarden Sterne in der Milchstraße. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich nirgends sonst Intelligenz entwickelt hat. Ich freue mich auf den Tag, an dem wir endlich wissen, dass es außerirdisches Leben gibt. Egal, ob es ein winziges Bakterium ist oder eine Zivilisation, mit der wir kommunizieren können. Zu wissen, dass wir nicht allein sind, wird...